sagt, Chat, wir müssen jetzt Team bauen. Also, ich guck mal erstmal, auf was ich Bock hab. Von den neuen Karten. Quadrado könnte man irgendwie einbauen, Lafort, weil ich die in Rot hab. Dann die End of an Era Karten sind cool. Die sind halt alle ganz geil. Digga, der Alvarez ist halt schon sehr sick. Alvarez und Benedetto zum Beispiel. Also der sieht halt schon sexy aus. Boah, ich habe gerade schon eine Idee für ein Team. Das wäre halt sehr viel Argentinien. Aber es wäre halt auch einfach geil. Alter. 4-5-1. Di Maria. Maradona Moments. Boah, es wäre halt schon sexy. Alter. Was meint ihr? Ich finde es eigentlich echt cool. Dann hätten wir einen Rechtsaußen, einen Zehner und einen Stürmer. Das Ding ist, würde ich dann trotzdem Dreierkette spielen? Ich glaube, ich würde doch Viererkette spielen. Ich müsste mir halt nur überlegen, dann würde ich 4-2-3-1 zocken oder 4-3-3 die vierte. Dann könnte ich halt links mit Insigne gehen, ne? Digga, wir könnten es halt einfach so zumachen. Ja, das würde gehen. Pellegrini sieht halt eigentlich ganz geil aus für die 8, ne? Ah, der hat ja sogar eine Totzkarte. Ja, der sieht halt sogar ehrlich ganz sick aus, ne? Auf der 8 mit Hochmittel. Digga, der hat gute Defensive Stats. Könnte man machen. So, dann könnte man hier mit Schmelzer gehen. Ist ganz geil. Dann brauche ich aber halt einen ganz defensiven Sechser jetzt, ne? Also halt so einen richtigen Abräumer. Ist das nicht so viel einfacher? Oder ich packe Insigne auf die Bank. Warte mal. Alter. Alter. Chat, ich habe eine Idee, damit kriege ich euch, glaube ich. Ich hätte halt Bock auf eine Dreierkette, ich bin ehrlich zu euch. Warte mal. Ich würde Schmelzer schon in der Dreierkette links zocken. Vielleicht kann ich aber auch auf Maradona verzichten. Was gibt's denn noch aus der argentinischen Liga? Aus den Libertadores da? Der, ich würde es eigentlich feiern, ne? Wer ist denn das hier? Der ist 1,89. Der ist 1,72. Die Karte ist halt ein bisschen wild. Warte mal. Oder? Es gibt doch einen geilen RV, ehrlich? Meinst du den? Oh shit. Und jetzt fangen wir an miteinander zu reden, meine Damen und Herren. Und jetzt fangen wir an miteinander zu reden. Weil jetzt habe ich so, wie ich es haben wollte. Jetzt reden wir. Die Maria ist zwar overlinked, aber es wäre mir relativ egal. Ja, oder ich scheiß einfach. Chat, ich scheiß einfach auf die Dreierkette. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ich scheiß einfach auf die Dreierkette. Die können wir irgendwann mal anders zocken. Aber eine Offensive, Alvarez vorne drin, Maradona auf der 10, die Maria rechts, Insigne links ist, glaube ich, am geilsten, oder? Seid mal ehrlich. Ja, weil dann würde ich auch die Dreierkette wann anders machen. Dann hätten wir jetzt hier Pellegrini. Ja, geht es nicht sogar? So, Jorginho. Jorginho ist geil, ich feiere die Karte krass. Jorginho rein. Dann Rüdiger. Oh, sieht eigentlich ganz cool aus. Das ist eigentlich geil, Chat. Chelsea hat keinen anderen Innenverteidiger als Rüdiger, ne? Christensen, naja, die Karte ist viel zu alt. Digga, bin ich gerade überfordert. Scheiße, bin ich gerade überfordert. Hilfe. Oder wir machen es so. Es ist halt absolute Argentinien-Party. Aber eigentlich coole neue Karten. Banega auf A6. Weil die Stats von dem sind eigentlich sexy. Pellegrini. Ist halt ein bisschen offensiv, ne? Müssen wir halt gucken. Einer hat halt die Idee, ne? Das ist halt wirklich Killer. Das Problem ist, da fällt uns halt dann der Dings weg, ne? Da fällt uns halt dann der Di Maria weg. Oder man scheißt halt auf Alvarez. Aber ich will eigentlich nicht auf Alvarez scheißen.
Was gibt's denn für einen geilen. Wir haben Schlotermann, wollte ich schon sagen. Kloster haben wir noch nie gespielt, den wollten wir unbedingt mal zocken, ne? Ja, lass uns das. Das ist doch viel geiler. Lass das mal so bauen, Chat. Ich finde, es ist viel cooler als das erste Team, oder? Also, wir könnten halt Quadrado und Chiellini noch ersetzen, weil es halt nochmal Serie A wäre. Wir können halt auch eine andere Liga nehmen. Wir haben noch. Was haben wir denn noch offen? Wir haben Premier League noch nicht, wir haben spanische Liga noch nicht. Tavernier und Goldson sehe ich mich gar nicht. Bay und Zimmermann, das wäre halt MLS, ne? Wäre halt auch mal was Neues. Dieser Bay sieht sogar ganz gut aus. 99 Pace. Zimmermann sieht sogar auch nicht verkehrt aus. Was gibt's denn so für Spieler, so aus dem Tots, die ich im Verein habe und noch nicht gezockt habe, die eigentlich ganz geil sind? Araujo, Dani Alves. Wir könnten Dani Alves nochmal eine zweite Chance geben. Ich glaube, ich finde sogar das MLS-Ding am geilsten, wenn ich ehrlich bin, Chat. Kunde mit Jesus Navas. Den Jesus Navas-Tots muss man erzocken, den habe ich nicht. Ey, Mods, mach mal eine Umfrage. Und zwar, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, du. Zimmermann und Bay, also MLS. Ich pack die mal hier hin. Ich stelle euch kurz die Dus vor, die wir nehmen können. So, das eine Du wäre Bay und Zimmermann. Dann, ja, wir können ja hier mal ehrlich für Optik tauschen. So, das andere Du wäre Coates und Pedro Porro. Dann könnten wir noch Dani Alves Militao machen. Weil ich habe Militao letzte Woche so gar keine richtige Chance gegeben. Aber es ist eigentlich auch ganz geil. Ich will Dani Alves und Militao nicht zur Auswahl stellen, weil ich weiß, dass die das wahrscheinlich gewinnen würden, weil das halt die stärksten Karten sind. Ich möchte was Kreatives machen. Stimmt mal ab, ob ihr Coates, Pedro Porro oder Bay und Zimmermann haben wollt. Ich will mal so eine andere Undercover-Liga haben. Finde ich irgendwie cooler. Oh, heilige Scheiße, das ist ja ganz eindeutig für Zimmermann und Bay. Hilfe. Fuck, Junge. Einfach 86%. Tschüss, wie eindeutig das ist. Okay. Nevermind, 85% sind dafür. Machen wir. Habe ich die im Verein? Ich habe Bay im Verein. So. Ja, cool. Ich glaube, jetzt muss ich erstmal einkaufen hier, ne? Jetzt machen wir noch kurz die Bank. Ich glaube, Noble nehme ich noch drin. Mit, ne? Schön Noble. Wen nehme ich mit? Ich nehme R9 mit für Pay to Win. Das muss mal wieder. Dann Vlahovic wollte ich testen. Was habe ich denn noch in Rot? Ja gut, Quadrado brauche ich jetzt nicht mitnehmen. Außenverteidiger. Nimm Vlahovic mit. Sind Stürmer. Jetzt brauche ich noch zwei Außenspieler. Ich glaube, ich nehme Yashin Moments am Tor. Kein Bock auf Tschech. Ich glaube, ich nehme Berardi mit. Den fand ich geil. Guiri. Guiri soll geil sein. Nehme ich mit. Viele meinten, der soll richtig Killer sein. So, und Yashin Moments kommt noch ins Tor. Der kostet auch eine Million, ne? Der ist nicht so günstig, oder? Ja, 600k. Sieht geil aus. Ich feiere das Team, Chat. Wir lassen es so stehen. Auf den bin ich halt krass gespannt, auf Alvarez, ne? Boah. Das Ding ist, er hat halt keine Trades. Den einer schon gespielt? Kann meiner sagen, ob der geil ist? Ja. Ja. Lass mal.